Hallo zusammen und willkommen. Bänder und Sehnen dienen unseren Gelenken dazu, unseren Körper zu bewegen und ihn zu halten. Sie bilden mit den Muskeln, Knochen und Gelenken den sogenannten Stütz- und Bewegungsapparat. Sehnen verbinden die Knochen mit unseren Muskeln, Bänder bewegen die Gelenke und sichern sie. Wir brauchen Sehnen, damit wir unser Skelett bewegen können. Sie übertragen die Kraft der Musen auf unsere Knochen. Bänder wiederum stabilisieren unsere Gelenke. Aus diesem Grund stellen sie eine Verbindung zwischen den Knochen her. Kurz gesagt, wir benötigen Sehnen und Bänder, um uns richtig bewegen zu können. Doch wie können wir diese auf natürlichem Wege stärken? Gibt es ein natürliches Wundermittel, damit wir uns noch lange gut bewegen können? Diese Frage wollen wir im heutigen Video klären. Viel Spaß! Unsere Knie kommen jeden Tag zum Einsatz. Im Alltag haben sie eine sehr wichtige Rolle, denn sie verleihen uns Standfestigkeit und machen Bewegung deiner Beine möglich. Ein Laufen ohne unsere Knie wäre unmöglich. Doch unsere Kniegelenke gelten als besonders komplex. Oft überfordern wir die Sehnen und Bänder unserer Knie durch viele Aktivitäten. Es ist keine Seltenheit, dass wir sie damit überstrapazieren. Verletzungen, genetische Veränderungen sowie das Alter können schnell zu Kniebeschwerden führen. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Gymnastik sehr empfehlenswert. Doch auch die Ernährung sollte besonders nährstoffreich sein. Auch wenn wir Verletzungen und Unfälle nicht verhindern können, sind starke Kniegelenke ein großer Vorteil. Wenn du deine Knie auf natürliche Weise stärken möchtest, kannst du dich für ein köstliches Mixgetränk entscheiden. Dieses ist ein Shake aus Hafer, Zimt und Ananas, schmeckt nicht nur gut, sondern kann die Funktion und die allgemeine Gesundheit der Kniegelenke verbessern. Zudem wirkt der Shake entzündungshemmend und stark antioxidativ. Aber was genau kann der Shake eigentlich? Der Shake ist unglaublich reich an Mineralien, wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Diese sind ideal für die Stärkung von Gelenken und beugen einen Verschleiß vor. Zudem enthält der Shake viele Kohlenhydrate und Ballaststoffe, weshalb er unglaublich viel Energie liefern kann. Wenn du den Shake zu dir nimmst, kannst du daher auch deine Leistungsfähigkeit steigern. Darüber hinaus hat der Shake nur wenige Kalorien. Wenn du das Mixgetränk in deine Ernährung integrierst, musst du dir daher keine Sorgen über eine eventuelle Gewichtszunahme machen. Bei regelmäßiger Einnahme bleibt auch der Hunger meist aus und Zwischenmahlzeiten werden unnötig. Dies ist dem hohen Gehalt an Magnesium, Calcium und Kalium zu verdanken. Auch für die Knochen und Gelenke sind diese Mineralstoffe essentiell. Ananas wiederum enthält viel Bromelain. Dabei handelt es sich um ein Enzym, das für die Verdauung von Proteinen mitverantwortlich ist und Entzündung schnell reduzieren kann. Gerne wird Ananas daher gegen Schwellung eingesetzt. Ananas wirkt entzündungshemmend und kann sogar chronische Erkrankungen wie Arthritis lindern. Zimt beinhaltet Zimtaldehyd. Dies ist eine organische Substanz, welche auch entzündungshemmende Eigenschaften in sich trägt. Alle Zutaten kannst du leicht bekommen. Neben diesen Zutaten benötigst du nur noch Mandeln, Orangen bzw. Orangensaft und Honig. Dadurch werden die gesundheitsfördernden Eigenschaften nochmals verstärkt. Die Zubereitung des Shakes ist schnell und einfach. Du benötigst eine Ananas, 50 Gramm Honig, 250 ml Orangensaft, 40 Gramm gemahlene Mandeln und 6 Gramm Zimtpulver. Zuerst musst du die Ananas schälen und würfeln. Danach bringst du das Wasser zum Kochen und löst den Honig darin auf. Füge nun den Hafer hinzu und lass ihn einige Minuten kochen. Danach lässt du ihn ein wenig ruhen. Gib die Mischung nun in einen Mixbecher und füge die Ananasstücken hinzu. Auch der Orangensaft, die gemahlenen Mandeln werden nun dazugegeben. Mixe die Mischung nun und schmecke sie mit Zimt ab. Bevor du die Mischung zu dir nimmst, solltest du sie für rund 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann hat der Shake auch die richtige Temperatur, um eine echte Erfrischung zu sein. Garnieren kannst du den Shake übrigens mit ein paar Minzblättern. Anwenden solltest du diese Mischung, wenn du Schmerzen hast oder eine Entzündung in den Knien. 1-2 Gläser pro Tag solltest du in diesem Fall zu dir nehmen, bis du eine Linderung wahrnehmen kannst. Wenn du das Getränk als Vorbeugung zu dir nehmen möchtest, reichen 2-3 Shakes die Woche. Selbstverständlich sind andere Maßnahmen ebenfalls wichtig, wenn du deine Gelenke gesund erhalten möchtest. So solltest du auf eine zuckerarme und fettarme Ernährung setzen. Natürlich solltest du deine Knie auch nicht überstrapazieren. Auch Gelatine ist ein sehr gutes Mittel, wenn du deine Bänder und Sehnen stärken möchtest. Darüber hinaus kann Gelatine auch für starke Nägel, feste Haut und starke Haare sorgen. Ebenso sind Brennnesseln gut für die Gesundheit und Schönheit, denn sie sind reich an Kalium, Magnesium, Silizium und Chlorophyll. Für Sehnen und Knochen sind sie ebenfalls sehr gut. Wenn du deine Sehnen und Bänder mit Gelatine etwas Gutes tun möchtest, solltest du auf geschmacksneutrale Gelatine zurückgreifen.
Mit einer einfachen Mischung kannst du deine Sehnen und Bänder stärken. Du benötigst eine reife Banane, den Saft einer Orange, 2 Esslöffel Gelatine und 2 Esslöffel Honig. Die Zubereitung ist ebenfalls sehr einfach. Du presst zunächst die Orange und schälst die Banane. Danach zerdrückst du die Banane. Hierfür verwendest du am besten eine reife Frucht, denn diese enthält deutlich mehr Nährstoffe. Bananen können nicht nur wertvolle Nährstoffe für deine Bänder und Sehnen liefern, sie versorgen den Körper darüber hinaus mit Protein, Energie und Kohlenhydraten und fördern somit unsere Vitalität. Die Orange enthält reichlich Vitamin C. Durch die Kombination entsteht ein beeindruckendes Heilmittel der Natur, das man 2-mal die Woche einnehmen sollte. Die Banane wird nun mit dem Honig vermengt, bis ein Bananenpüree entsteht. Nun wird die Gelatine im Wasserbad gelöst. Der Orangensaft wird nun ebenfalls erwärmt. Die Gelatine wird nun mit dem Orangensaft vermengt und in kleine Förmchen gefüllt. Diese werden nun für rund 20 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Ist die Masse fest geworden, wird sie aus der Form gestürzt und mit dem leckeren Bananenpüree serviert. Ein weiteres interessantes Mittel zur Stärkung deiner Sehnen ist eine Brennnessel-Zitronenwasser. Dieses Getränk solltest du mindestens 3-mal die Woche einnehmen. Der Aufguss beinhaltet sehr viel Silizium sowie Magnesium. Darüber hinaus enthält das Getränk viel Kalium sowie Chlorophyll. All diese Zutaten können ebenfalls dabei helfen, die Sehnen und Bänder zu stärken. Du benötigst hierfür 80 Gramm Brennnesseln, den Saft einer Zitrone und 1 Liter Wasser. Zuerst kochst du 1 Liter Wasser. Gib dann die Brennnesseln dazu. Diese können frisch oder getrocknet sein. Lass die Mischung kurz aufkochen und sie danach rund 15 Minuten ziehen. Danach siebst du das Wasser ab und füllst es in eine Glasflasche, die einen Deckel hat, und gibst den Saft einer Zitrone hinzu. Warte nun eine Stunde und trinke die erste Tasse, die nun Zimmertemperatur hat. Bei Bedarf kannst du das Wasser natürlich mit Honig süßen. Kurkuma ist ebenfalls sehr gut, um etwas gegen Gelenkschmerzen zu unternehmen, und stärkt deine Bänder und Sehnen ebenfalls. Das Gewürz enthält einen Wirkstoff namens Kurkumin. Bei Gelenkschmerzen ist dieser Wirkstoff besonders vorteilhaft. Kurkumin hat starke antioxidative sowie entzündungshemmende Eigenschaften zu bieten und weist darüber hinaus auch eine schmerzlindernde Wirkung auf. Man sagt, dass Kurkuma genauso gut wirkt wie so manche Medikamente der Schulmedizin. Am besten verwendest du 1 Teelöffel von Kurkuma-Pulver. Das Pulver löst du zusammen mit ein wenig Honig in einer Tasse warmer Pflanzenmilch auf. Verrühre die Mischung gut und trinke sie langsam. Trinke das Getränk mehrere Tage, mindestens 1-mal am Tag, bis du eine Linderung der Schmerzen wahrnehmen kannst. Das Getränk tut übrigens auch deine Haut gut. Ein weiteres Mittel ist Apfelessig. Dieser ist ebenfalls sehr gut für Bänder und Gelenke. Der Essig kann dir nämlich dabei helfen, die angesammelten Giftstoffe sowie die Stoffwechselabfallprodukte aus deinem Bindegewebe und deinen Gelenken abzutransportieren. Apfelessig weist eine sogenannte alkalisierende Wirkung auf. Er kann also dabei helfen, den pH-Wert von deinem Körper wieder in das gewünschte Gleichgewicht zu bringen. Darüber hinaus ist der Essig besonders reich an Mineralien, wie zum Beispiel Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor. Verwende ca. 3 Teelöffel von einem Bio-Apfelessig, den du mit warmem Wasser vermischt. Verwende dafür 1 Tasse warmes Wasser. Füge auch ein wenig Honig hinzu und vermische alles gut miteinander. Diese Mischung solltest du rund 2-3-mal am Tag trinken. Das Getränk hilft dir übrigens auch beim Detoxen und beim Abnehmen. Wenn du unter Hautunreinheiten leidest, kannst du nach einiger Zeit ebenfalls eine Verbesserung wahrnehmen. Hast du Knieschmerzen, kannst du deine Knie zumindest mit einer Mischung aus Apfelessig massieren. Verwende dafür 1 Esslöffel Apfelessig sowie 1 Esslöffel Olivenöl. Massiere dein schmerzendes Knie mit dieser Masse 1-2-mal am Tag für einige Minuten. Auch beliebt ist Ingwer für die Gelenke, denn dieser ist sehr gut gegen Muskel- und Gelenkschmerzen. Ingwer wirkt nämlich nicht nur schmerzlindernd, sondern auch entzündungshemmend und kann die Durchblutung fördern. Außerdem regt Ingwer den Stoffwechsel effektiv an. Das Gingerol, das im Ingwer enthalten ist, beruhigt die Nerven und wirkt antibakteriell. Sogar gegen Kopfschmerzen und Migräne kann Ingwer helfen. Verwende rund 1 Teelöffel von frisch geriebenen Ingwer und gib diesen in eine Tasse heißes Wasser. Bedecke die Tasse und lass den Ingwer rund 10 Minuten ziehen. Trinke den Tee 3-mal täglich und süße ihn bei Bedarf mit Honig. Der Tee ist übrigens auch gut gegen Halsschmerzen und Erkältung. In der kalten Jahreszeit kommt er daher besonders oft zum Einsatz. Unser kurzes Fazit: Unsere Sehnen und Bänder machen viel mit im Alltag. Wenn du möchtest, dass sie noch lange gesund und stark sind, kannst du sie mit ein paar einfachen Hausmitteln stärken.
Am besten eignet sich ein Shake aus Ananas, Hafer und Zimt. Doch auch andere Hausmittel können dabei helfen, deine Bänder und Sehnen zu stärken und somit auch deine Knie lange gesund und vital zu halten. Auch wenn du unter Schmerzen leidest, können bestimmte Naturmittel diese schnell beseitigen. Wichtig ist dabei natürlich auch eine gewisse Regelmäßigkeit und eine ausgewogene Ernährung im Allgemeinen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.